Geh eine Runde schlafen. Das machst du ja auch schon. So, die erste Falle ist fertig und er ist müde davon. Macht ja nichts. Oh, sind hier alle Betten besetzt, dass mein Speerwerfer hier runterlatschen musste. Wahrscheinlich. Jo. War hier nicht auch meine Pflanze oder täusche ich mich gerade? Ich glaube, da kann gar keine platziert werden. Da kann keine platziert werden. Da könnte. Achso, da kann er nicht mehr an die Karottenpflanze ran hier. Macht Sinn. Haben wir irgendwie zu wenig Betten? Dass jetzt zum Beispiel mein Arbeiter schon hier in die. In den Außenposten geht zum Schlafen. So, mein Miner geht da wieder weiter. Da muss ja noch ausgegraben werden. Hier muss noch ausgegraben werden. Also ja, die Miner haben die meiste Arbeit. Neben den Arbeitern, die sich um die Pflanzen kümmern natürlich. Ja, plus 50 Stein. So, noch eine Falle fehlt. Ja, bau drei Fallen und Generatoren. Und man sieht, der Strom geht wieder runter. Also jede von diesen Fallen verbraucht 50 Strom. Das heißt, ein Generator pro Falle. Was Fallen ein bisschen wirklich komisch macht. Also, ich habe sie noch nie im Kampfeinsatz ausprobiert, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wie stark sie wirklich sind. Hm? Was war das jetzt? Oh, wir haben einen neuen Raum entdeckt. Da hinten ist ein Brotkorb, der gibt Nahrung, wenn wir ihn verkaufen. Und ein Bett für Goblins. Jo. Da haben wir wohl den Schlafraum der Goblins, die in der Schatzkammer waren, gefunden. Hä? Ist hier irgendwo ein Gegner? Oder wollt ihr wieder Spinnweben angreifen? Ich glaube, ihr wollt wieder Spinnweben angreifen. Hey, cool, hier ist wieder ein Forschungstisch. Und eine Spinne. Sind das die Generatoren, die so komisch tun? Jedenfalls, wir haben jetzt den Fallenbauer abgeschlossen und damit den letzten King's Quest. Wir können uns noch um die Spinne hier kümmern. Dafür verkaufe ich einfach mal die Tür, die im Weg ist. Achso, ich muss ja noch eine Treppe bauen. Oder eine Leiter, besser gesagt. So, einmal instant Leiter platzieren. Dann können sich die um die Spinne kümmern. Und irgendwer kann dann schon mal die... Achso, das macht jetzt auch einer meiner Krieger. Geht einfach zurück. Ne, meine Generatoren tun nicht so komisch. Ich weiß echt nicht, was hier so komisch tut gerade. Hier ist das Geräusch am lautesten, aber ich ignoriere es einfach mal. Würde jemand sich um den roten Kristall bitte kümmern?
Das wäre wirklich sehr nett. Ah, du hast jetzt einen Benutzenbefehl. Dann los, sammel den roten Kristall ein. Dies hier ist wunderschön. Es muss viel Gold wert sein. Ja, es ist unbezahlbar und es wird uns jene Ländereien zurückgeben, die man uns genommen hat. Wartet, wie bitte? Was meint ihr damit? Dieser Kristall wurde von den Magiern geschaffen. Mit seiner Hilfe werdet ihr nach Midland reisen und zurückholen, was uns gehört. Ihr wollt, dass ich alle Länder zurückerobere, die während des Großen Krieges verloren gingen? Ganz allein? Nein, natürlich nicht alleine. Ihr habt ja jetzt noch einen Clan. Nun, wenn ihr bereit seid, könnt ihr dieses Gebiet verlassen und zur Weltkarte zurückkehren. Dort werden wir uns weiter unterhalten. Aber ich, wie? Ach, ich geb's auf. Ich sollte ihm besser zuhören. So, wir haben die Mission abgeschlossen. Also zurück zur Welt. So, da sind wir. Wir haben die Hauptquest abgeschlossen, dafür 100 Einfluss gekriegt. Und jetzt noch den Fallenbauer, dafür nochmal 75 Einfluss. Die anderen beiden haben wir ja schon in der letzten Aufnahmesession abgeschlossen. Und wir haben die Levelbelohnung erhalten. Die Belohnung, den roten Kristall. Gut. Und das neue Gebiet freigeschalten. In Ordnung, Königvater. Ich glaube, ich habe eine Erklärung verdient. Ja? Ja, ja. Habt ihr den roten Kristall mitgebracht? Jawohl, ich habe ihn im Charakterbereich am unteren Bildschirmrand. Gut, nun, wie ich sagte, der Kristall wurde tatsächlich von den Magiern geschaffen. Anscheinend sind sie immer noch da. Die Magier haben um Vanaheim magische Barrieren errichtet. Um diese zu durchqueren, benötigt ihr die Kristalle. Ich glaube, ich habe eine Erklärung verdient, alter Mann. Ihr wollt, dass ich die Welt erobere? Ja, habt ihr nicht immer gesagt, ihr bräuchtet etwas mehr Aufregung in eurem Leben? Das habe ich niemals gesagt, das wart ihr. Egal, unterwegs werdet ihr sicher auf die Gefahren treffen. Aber Hemford steht hinter euch. Ho, ho, ho. Wie habt ihr diesen roten Kristall überhaupt erlangt? Ich fahre ihn zufällig auf meinen Reisen. Sagt ihr da, ihr seid außerhalb von Hemland gewesen? Aber das ist gegen das Gesetz? Der macht doch die Gesetze. Oh, mein Junge, das Gesetz gilt jetzt nicht mehr. Nun kann man nach Herzenslust reisen und erobern. Darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht. Jo. Gut, warten wir mal ab, ob noch Text kommt. Währenddessen, wie man sieht, die Brücke wurde repariert oder wird gerade noch fertig repariert und neue Wachen aufgestellt. Und der erste Zwerg hat bereits seinen Vorstoß gewagt in die Richtung, wo Maulwürfe und Goblins lauern und jede Menge anderer Monster. Da sehen wir untote Skelette, also Ork-Skelette. Sieht man an den Helmen ganz schön. Und hier eine ganze Ork-Meute mitsamt Anführer, verstreute Goblins. Und ja, so wird sich die Welt immer weiter verändern, je mehr Missionen wir schaffen. Wie man sieht, sind hier zwei weitere Missionen für uns zur Verfügung. Einmal ein neuer Kristall, den man hier sehen kann, über diesem Ort. Und hier scheint auch was Neues zu sein. Aber bevor wir uns jetzt mit den beiden Orten beschäftigen, will ich euch die beiden Anzeigen hier unten zeigen. Erstmal das Inventar. Ja, sehr minimalistisch gehalten. Zeigt uns die Kristalle an, die wir bereits haben und die es noch gibt. Also es gibt 6 an der Zahl. Einen haben wir. Fehlen noch 5. Roter Kristall. Der rote Kristall gibt euch Zugang nach Nordmittland. Ja, und wir haben ein Holzschwert. Dieses Übungsschwert ist ein Geschenk vom König Vater. Ihr seid euch nicht sicher, ob dies als Scherz oder aus Sorge geschah. Dennoch ist ein Holzschwert besser als gar nichts. Königliche Klamotten.
Für einen Prinz wie euch ist eine Rüstung viel zu schwer. Da ihr eure Zwergensoldaten für euch kämpfen lassen könnt, besteht kein Grund dafür, euch mit Stahl zu bedecken. Ja. Gut. Schließen wir mal das Fenster. Und dann zeige ich euch noch den Einfluss. Weil, wie man ja bereits gesehen hat, nach den beiden Missionen haben wir Einfluss bekommen. Den meisten durch das Erfüllen der Königsqueste, aber auch durch das Erfüllen der Hauptqueste. Und der Einfluss ist hier. Unsere Reputation, besser gesagt. Die sehen wir hier oben. Die steigt mit jeder Königsqueste, die wir erfüllen. Und jeder Hauptqueste auch. Und hier oben sehen wir die Reputationspunkte, die wir dadurch erlangt haben. Also wirklich unser König, unser Prinz levelt. Dadurch, dass wir Nebenquests und Hauptquests erfüllen. Und wir können den Prinzen dann spezialisieren mit diesen Punkten. Entweder zum Kriegsherr, zum Wirtschaftsprinzen oder zum Innovationsprinzen. Also Kampf, Wirtschaft, Forschung sind die drei Bäume. Und jeder Baum hat halt 5 Upgrades, die wir freischalten können. Was heißt Bäume? Es sind halt wirklich nur 5 Listen. Ja, ich gehe mal kurz alles mit euch durch. Kriegsherr hat zuerst den Kriegerprinz, gibt dem Prinz eine militärische Grundausbildung, dann kommt Soldatenlager, gibt euch auf jedem Level zusätzliche militärische Macht, Verteidigungsmittel, reduziert die Spezialisierungskosten eurer Zwergensoldaten ungemein, klingt nicht schlecht, stärkere Kämpfer, alle Zwergensoldaten erhalten eine moderate Schadenserhöhung und Kriegsfürstenprinz. Der Prinz wird zu einem wahrhaft furchterregenden Kämpfer. Also das hier geht hauptsächlich wirklich nur auf Soldaten. Und verbessert den Prinzen. Fertigung. Gibt zuerst Startkapital. Ihr beginnt jedes Level mit einigen Zusatzrohstoffen. Was nicht schlecht ist. Glück. Ihr erhaltet von jedem Rohstoffblock mehr Rohstoffe, was ziemlich nice ist. Wehrpflicht. Die erste Verbesserung des Spawnpools ist kostenlos, was auch ziemlich cool ist. Arbeitseffizienz. Alle eure Zwerge müssen weniger schlafen und essen. Ist auch nicht schlecht. Preissturz. Alle Objekte werden viel billiger. Ja, das macht Wirtschaft ziemlich nice. Also, man kann mehr Zwerge haben von Anfang an. Man kriegt mehr Ressourcen. Die Zwerge arbeiten effizienter. Und dann gibt es noch Innovation. Natürliche Neugier. Beginnt jede Siedlung mit einem kostenlosen Forschungspunkt. Inspirierender Prinz. Alle Forscher führen ihre Arbeit besser durch, also man kriegt schneller Forschungspunkte. Zuschuss. Der erste Forschungstisch ist kostenlos. Genialer Prinz. Der Prinz sorgt für einen passiven Forschungsbonus. Mhm. Und Erleuchtung. Mehrere Technologien sind schon zu Beginn freigeschalten. Also das hier ist auch ein ziemlich guter Baum. Den Kriegerbaum finde ich nicht ganz so toll, weil das meiste kann man auch mit Forschungen ziemlich gut ausgleichen oder mit genügend Truppenstärke. Wirtschaft finde ich nicht schlecht, dadurch kommt man schneller im Spiel voran. Forschung finde ich eigentlich auch ganz nice, weil dadurch kann man schneller forschen und durch die Forschung verbessert man ja auch Wirtschaft und Militär. Das erste Mal, als ich gespielt habe, habe ich Wirtschaft genommen. Ich denke mal, für das Let's Play entscheide ich mich einfach mal für Wissenschaft. Allein schon, weil ich neugierig bin, welche Technologien die Erleuchtung freischaltet. Also nehmen wir natürliche Neugier. Und da ist der Text noch Englisch. Are you sure you want to spend the influence point on this influence? Ja, ich will den Punkt spenden. Und jetzt haben wir natürliche Neugier freigeschalten. Gut. Wird Zeit, dass wir uns einer neuen Mission widmen. Wir haben, wie man sieht, wieder 2 Missionen zur Auswahl. Also wir können uns erstmal Nordmittelland ansehen. Nachdem wir uns Hemland, also unsere Heimat, angesehen haben, wo Hemford steht. Nordmittelland. Orte, die Magierbasis der Nordpass. In diesem Nordteil des großen Mittelland bauten die Zwerge ihre ersten Siedlungen. Die gesamte Oberfläche war einst von dichten Wäldern bedeckt, die aber schon bald gerodet wurden. Nun gibt es nur noch weite grüne
Felder mit einem Wäldchen hier und da. Ja, hier ist ein Wäldchen, da ist ein Wäldchen. Da sind ein paar Wäldchen und ja, vieles freie Fläche und auch Straßen. Anders als hier unten, hier sind dichtere Wälder und hier oben ist karges Ödland. Und sogar Schnee. Und wenn man genau hinsieht, man sieht hier diese magischen Wände. Also in verschiedenen Farben. Das hier ist blau. Und das soll halt lila sein. Für den Kristall hier. Hier hätten wir grün. Hier hätten wir rosa. Und das hier sieht alles irgendwie nach gelb aus. Aber ich glaube, die Farben unterscheiden sich nachher ein bisschen. Gut. Also ja, damit grenzt man die Gebiete ab. Das heißt, man muss erst einen Kristall erobern, um das nächste Gebiet freizuschalten. In dem Fall tut der lilane Kristall das Gebiet hier freischalten, das weiß ich noch. Auch wenn die Wand blau aussieht und der Kristall lila.